Gut, ich glaube, jetzt können wir schon anfangen. Und ja, herzlich willkommen an alle. Ich bin Roque, der Techniker für den deutschen Markt. Okay. Ein paar von euch kennen mich schon. Und diese Schulung, die heute wir heute machen werden, ist über unser Saphir-Produkte. Okay. Über Saphir-Kamera und Rekorder. Natürlich auch über unsere Software und App. Okay? Und ja, wenn Sie Fragen haben, bitte, Sie können die Fragen über Chat erstellen und wir können diese Fragen natürlich antworten. Und auch, wenn Sie mich etwas nicht verstehen, bitte über Chat können Sie schreiben, Roque, kannst du es wiederholen? Und ich werde sehr gerne es machen. Okay? Dann, ich glaube, wir können schon anfangen. Ja. Und ja, wie ich gesagt habe, heute sprechen wir über unser Saphir-Produkt. Punkte für diesen Kurs. Okay? Ja, ich versuche, ich spreche Punkte für Punkte. Okay? Und ich versuche auch eine Ordnung in Ordnung zu sprechen. Okay? Die erste Punkte ist die Grundlage zu haben und so können wir weitere Konfiguration und für mehrere Installationen sehr gut machen. Okay? Okay, wir werden auch über unsere verschiedene Produkte, die wir in Saphir haben. Okay? Technische Fortschritte. Und ja, wenn Sie Fragen haben, wie ich gesagt habe, über Chat stellen Ihre Fragen und wir antworten die Fragen. Die dritte Punkte, wir werden über unsere App und Software sprechen. Okay. Beispiele für Personalisierung. Und in der letzten von dieser Schulung können Sie mehrere Fragen stellen. Okay. Wie ich gesagt habe, ich versuche in dieser Ordnung sprechen. Okay. Aber manchmal vielleicht Ich bin in die erste Punkte und vielleicht für eine Gruppe ich kann über die dritte Punkte sprechen. Aber ja, ich versuche in dieser Ordnung zu sprechen. So können wir ganz gut lesen und folgen diese Punkte. Gut. Analogie Kameras. Okay. Wir, wie Sie schon wissen, wir arbeiten mit Analogie Geräte und IP Geräte. Beginnen wir für Analogie Geräte zu sprechen. Hier ist für erkennen, was heißt jedes Wort für uns. Okay? Und ja, hier steht zum Beispiel, wir nennen D wie dumme Kamera, T wie Turrenkamera und B wie Bullenkamera. Das ist auch einfach, intuitiv und so können Sie vielleicht einfach eine Kamera schauen und suchen und direkt vielleicht mit unserer Verkaufsabteilung sprechen, zum Beispiel, ein Beispiel, Frau Pfarrer, ich möchte gerne über eine Domo-Kamera sprechen, zum Beispiel, und, ja, weil Sie wissen schon, wie Sie, okay, V wie Varifokal, P von POC, okay, FEM POC. POC ist ein interessantes Thema zu sprechen. Und auch ein bisschen lange. Und ja, sicher dieses POC-System ist sehr interessant für euch. F von Full HD, B von WDR. Ich glaube, heutzutage wir wissen schon, was bedeutet WDR. Okay? U von Ultra Licht und C von Night Color. Gut. Und mit IP-Kameras. Moment. Gut. Ja. Gut, jetzt sprechen auch über Kameras IP. So, die Kameras IP und Kameras Analogie, das System ist fast similar. Wegen die D von dumme Kamera, T von Turret und B von Bullet. Okay? H von Komprimierung. Ich werde auch über dieses kleine Thema Komprimierung sprechen.
auch sehr interessant. Und von Echo. Echo-Kameras. Gut. Diese sind unsere technischen Fortschritte, die wir in diesem Moment haben. Okay. Gut. Rekorde. XVR. XVR bedeutet Acknowledge Recorder. Okay. Unsere Rekorde sind von N1. Okay, das heißt, unterstützt alle die Technologie. Okay, zum Beispiel HTVI, HCVI, AHD, CVBS und ein Kanal oder zwei Kanal. Es kommt darauf an, von der Analogie-Rekorde. Es ist möglich, IP-Kameras auf eine Analogie-Rekorde hinzufügen. Aber wie ich gesagt habe, es kommt darauf an, wie die Rekorde ist. Manchmal ist es möglich, zwei IP-Kamera auf die Rekorde hinzufügen oder eins oder so. Es, in unserer Webseite normalerweise steht alle die Beschreibung für jede Geräte von uns. Okay? Und natürlich, dieses XVR ist möglich in jeder Installation installieren. Okay, hier, was ist H.265 Plus Pro? Okay, das ist heute ist sehr gut, heutzutage über dieses Code H.265 Expression Plus Pro, weil heutzutage ist möglich in jeder Videoplayer die Aufnahme schauen. Früher, das war es nicht möglich, früher vielleicht. Man brauchte eine besonders Videoplayer für eine Aufnahme sehen oder so. Heutzutage ist es nicht mehr nötig. Okay? Deswegen ist gut, über dieses System auch sprechen und wissen. VCA. VCA ist ein großes und interessantes Thema zu sprechen und zu wissen. Und ja, wir werden über das sprechen auch. Und wie ich gesagt habe, ist sehr, sehr, sehr großes Thema. Und wenn wir sehr tief über dieses Thema sprechen, wir brauchen 2-3 Stunden nur über dieses Thema sprechen. Aber wie ich gesagt habe, ich werde die Grundlage sagen. Und ja, und dann können wir und können Sie weiter lernen. Okay? Intelligent Detection. VCA. Drin von VCA finden wir TrueSense, okay, und falscher Alarmfilter. Heutzutage dank TrueSense haben wir die falsche Alarme massiv reduziert. Das heißt, dank von TrueSense haben jetzt viel weniger falsche Alarme, okay? Und das ist auch sehr gut. Drin von die VCA finden wir auch Konfiguration, so wie Linienkreuzung, Area, Face Detection, Objektiverkennung oder weiter so. Okay? Und natürlich ist es möglich, eine intelligente Suche in eine Aufnahme. Später werde ich ein kleines Demo machen. Und über unser Software Saphir Control Center sprechen. Und über das auch sprechen. Das ist sehr interessant. Intelligent Suche in eine Aufnahme. Okay? 4K, das ist wegen der Auflösung von unserer Kameras. Okay? In dieser Technologie. In HDTVI und IP Ultra Low List ist möglich 4K zu haben. Okay? Auch unser Rekorde normalerweise hat nicht alle Rekorde, okay? Es kommt darauf auf, welche Rekorde, aber wir arbeiten schon mit Rekorde mit Ausgang in 4K. Okay, das ist auch in Power, ist auch ein interessantes Thema zu sprechen. Okay,
wie heißt es? Ein Gerät, ein Kabel. Wie ist es möglich? Wie ist es möglich? Wir arbeiten mit zwei Systemen. In der Analogie-System benutzen wir POC, Power over Coaxial. Okay? Das heißt, in derselben Kabel, in derselben Coaxial-Kabel, werden wir Kommunikation und Strom in der gleichen Zeit haben. Okay? Aber gleich spreche ich mehr über dieses POC-System. Okay? Super PoE. PoE ist sehr gut für Installationen mit IP-Geräten. Okay? Weil normalerweise mit Standard-Recorder und Standard-IP-Kamera ist es möglich, eine Installation bis 100 Meter über UTP-Kabel machen. Okay? Aber mit diesem System PoE, genauso nur ein Kabel, über dieses Kabel, aus Rekorder natürlich, können wir Kommunikation und Strom in der Kamera haben. Das heißt, von Rekorder aus nehme ich ein Kabel an die Kamera anschließen und dann werde ich diese Kommunikation und Strom in derselben Zeit haben. Aber ja, wie ich gesagt habe, ich werde über das mehr langsam und so sprechen. Okay? Und wie hier steht, natürlich, mit PoE Rekorder und PoE Kamera ist möglich bis 300 Meter machen. Installation bis 300 Meter machen. Das heißt, es ist ein sehr gutes System. Okay. hier ist die neue Technologie. Okay. Über diese Kabel RJ59, ist es möglich, bis 3 Meter in 5 Megapixels und 7 Meter in 2 Megapixels die Auflösung zu haben. Okay? Gut. NVR. NVR, wenn wir über NVR sprechen, wir sprechen schon über IP-Rekorde. Okay? Rekorde mit IP-Lösungen, PoE-Rekorde, die PoE-Kameras mit Strom versorgen können. Das ist vorher im PoE-System gesagt habe. Okay? hier, in IP-Lösungen, Kennzeichen und Messen zählen. Okay? Wärmekarten und Thermiken. Okay? Und hier in den IP-Lösungen finden wir auch die TrueSense. Die Technologie VCA. Okay? Aber wir sprechen über das auch. Und hier in Cloud, Verbindung, es ist möglich mit unserer App Sapphire Connect über P2P verbinden. Und natürlich es ist auch möglich mit von der Rekorde aus in Cloud verbinden. Genauso wie Google Drive, Dropbox oder OneDrive. Okay. Etwas auch sehr wichtig. Für jede Konfiguration wir haben Tutoriale. Okay? Das heißt, sie werden nie alleine sein, weil wir haben viele Tutoriale über jede Konfiguration. Gut, dann jetzt sprechen wir über Analogie Rekorde. Okay, wir haben Rekorde Serie 3000, Rekorde Serie 6000 und Rekorde mit Serie 8000. Das ist auch einfach, die Unterschied sehen. Okay, die Serie 3000, die Auflösung ist wie 2 Megapixels, wie 6 Kanäle und natürlich ist billiger. Wenn wir über Serie 6000 Rekorde sprechen, dann wir können in dieses Rekorde-Art mehrere Optionen finden. So genau wie zum Beispiel hier ist es möglich, bis 4 Megapixels, 32 Kanäle, TrueSense, in diesem Rekorde finden wir schon TrueSense, Gesichtserkennung und weitere Konfigurationen, die wir machen können. Okay?
und die Serie 8000, das heißt Rekorde top. Amiga PCs, bis 32 Kanäle, aber mehr. Audio über Coaxial, AOC. Das ist genauso. Über ein Kabel können wir diese Kommunikation haben. Power über Coaxial, POC, das ist, was ich vorher gesagt habe. POC. Okay. TrueSense und Geschirrserkennung. Gut, hier steht die technischen Vorschritte, das ich vorher gesagt habe, über die neuen H.265 Plus Pro. Okay. Hier, hier haben wir dieses kleine Diagramm, wo wir finden, wie vorher war und wie heutzutage ist. Ja? Ja, wie ich gesagt habe, das ist möglich, in jede Videoplayer eine Aufnahme schauen. Wenn wir H.265 Pro Plus benutzen. Okay? Gut. Hier, ja, wie ich gesagt habe, dank der künstlichen Intelligenz haben wir die falsche Alarme massiv reduziert. Und das ist dann TrueSense. Okay? Drin von den TrueSense finden wir Filter für falsche Alarme. Finden wir auch Erkennung Menschen und Fahrzeuge. Die TrueSense kann viele Einstellungen weitermachen. Okay? Die TrueSense kann erkennen, wenn ein Tier vor von der Kamera läuft oder wenn ein Mensch ist oder ein Auto oder ein Objekt oder weiter so. Okay? Hier ist eine Gesichtserkennung. Hier. Wenn wir unser Rekorder oder die Kamera auf unserer App hinzugefügt haben, wir werden diese Alarme auf unser Handy bekommen. Okay? Unser App oder unsere App heißt Saphir Connect. In der Rekorder wir können eine Datenbank erstellen. Datenbank mit Bildern von unserer Arbeiter oder Familie oder so. Okay? Und wenn wir diese Konfiguration erstellen oder aktivieren, Gesichtserkennung zum Beispiel, immer werden wir Benachrichtigungen auf unser Handy bekommen, wenn diese Konfiguration passt. Das heißt, zum Beispiel in meinem Büro erstelle ich diese Konfiguration, Gesichtserkennung. Und ich möchte gerne, dass jeden Morgen um 8 Uhr, wenn die Arbeiter seine Arbeit anfangen, möchte gerne, wer später kommt, zum Beispiel. Und dann, ich werde diese Benachrichtigungen auf mein Handy bekommen. Okay? Und ja, ich werde eine kleine Demo später machen. Und wir werden mehr über dieses Thema wissen. Okay? Was ist, wir haben auch in der Analogy-Kamera die Sensor PIR, PIR-Sensor. Okay? Normalerweise die PIR-Sensor ist eine Sensor für Bewegungserkennung. Okay? Aber heutzutage dieses PIR-Sensor ist in dieser Kamera dabei. Okay? Und das funktioniert genauso wie die TrueSense. Wegen die falsche Alarme. Okay? Wie hier steht. Piralama, über Coaxial-Kabel, Pirfilter, bei Bewegungserkennung. Funktioniert ganz gut. Aber wir empfehlen, diese Kameraart für kleine Installationen zu benutzen. Okay?
wenn ich nicht falsch erinnere, diese Peer-Erkennung kann, ich glaube, nur bis 14 Meter arbeiten, wenn ich nicht falsch erinnere. Okay? Aber später gucke ich besser und dann kann ich das bestätigen. Diese Kamera finden wir auch akustisch Alarm. Okay. Und die Kamera hat auch Relais Ausgang. Wir können mit einem Licht oder mit einer Sirene verbinden. Und wenn die Kamera jemand oder wenn eine Bewegung, wenn etwas passiert, zum Beispiel die Kamera kann dieses Signal in diese Ausgang Relais senden. Okay. LED weiß ohne IR. Okay, diese LED finden wir hier. Und die Blitz erkennen. Zum Beispiel, wenn eine Bewegung es gibt, die Kamera kann diese Blitzer machen. Aber es ist auch möglich, diese Blitz desaktivieren. Okay, es ist auch möglich. Wie ich gesagt habe, für jede Konfiguration, das wir heute sprechen, wir haben ein Tutorial. Night Color. Okay. Das heißt, mit dieser Kameraart, mit Night Color, wir können die Bilder in der Dunkelheit besser sehen, eine bessere Qualität in der Dunkelheit. Okay? Auch es ist gut, dank wegen dieses LED-weißes Licht. Okay? Dieses weißes LED-Licht hilft die Kamera, ein gutes Bild zu haben. Okay? Zum Beispiel. Hier können wir die verschiedenen Bilder, die wir gemacht haben, und können Sie auch die Unterschiede sehen. Okay, mit keinem Licht. Eine Saphir-Kamera Echo plus LED off würde so sein, ganz dunkel. Okay, eine Saphir-Kamera Ultralauf-Licht plus IR off. Würde genauso dunkel. Man kann fast gar nicht sehen. Okay? Aber mit einer Night Color Kamera, mit seinem LED off, man kann ja ein bisschen besser dieses Bild sehen. Trotzdem wir in der Dunkelheit sehen. Jetzt mit Licht. Die Saphir Kamera Echo plus IR in On. Das ist die Bild, das wir haben. Ich weiß nicht, ob Sie die Bilder sehen können. Stimmt. Trotzdem werden wir unsere Präsentation Ihnen schicken, okay? Jetzt, ich glaube, jetzt können Sie es sehen. Gut. Hier gibt es eine Saphir-Kamera Ultralauf-Licht mit IR on. Die Bilder ist ein bisschen besser. Und hier. Das ist mit einer SF Night Color plus LED in On. Das Bild ist ganz gut. Ich kann nicht den Unterschied sehen, ob das ganz morgens oder ganz nacht ist, zum Beispiel. Weil das ist ein sehr gutes Bild, sehr gute Qualität. Okay? Gut. Das ist unser POC-System. Kameras. HDTVI POC. Das ist das. Hier ist eine Standardinstallation. Kamera, Next Teil für Kamera, andere Next Teil für Rekorde. Und manchmal gibt es Leute, die benutzen eine Centralis Power Supply, vielleicht wenn etwas passiert oder so. Okay. Aber mit POC-System es ist nicht mehr nötig, weil über eine Koaxialkabel von Rekorde aus werden wir Strom und Kommunikation haben.
wie hier steht. Okay, von Rekorder aus schließe ich die Kamera an und über Koaxialkabel, okay? Und dann werden wir, wie ich gesagt habe, Strom und Kommunikation in der gleichen Zeit haben. Okay? Und das ist gut, weil wir können Geld, Zeit und Verkabelung sparen. Okay? Und dann, das ist ein gutes System. Okay? Trotzdem, wenn Sie weitere Fragen über POX-System haben, Sie können an uns immer fragen. Oder, okay? Hier, keine Netzteile und keine weitere Verkabelung mehr. Das heißt, wir brauchen nur einen Netzteil, nur für den Rekorder. Und von der Rekorder nach die Kamera. Fertig. Nur einen Netzteil. Nicht mehr zwei oder nicht mehr, vielleicht ein Netzteil kaputt ist oder so. Nein. Nur ein Netzteil. Fertig. Okay? Ja, genau so. Audio über Koaxialkabel. Okay? Genau so. Nur für, ja, diese Funktion mit Audio ist möglich nur für HDTVI verfügbar. Okay? Okay, hier habe ich ein kleines Diagramm. So können Sie es ganz ruhig sehen. Die Entfernung in Meter, okay? In der POX-System und auch in der AOC-Entfernung, genauso in Meter. Okay? Sie können es später schauen, vielleicht, wenn wir sprechen über POX, die Maximum so ist bei 100 Meter. Okay? Und genau so hier. Aber ja, Sie können das später ganz ruhig sehen und den Unterschied in diesem Diagramm sehen. Gut, hier ist genauso. Okay, etwas wichtig. Es ist einfach und intuitiv den Unterschied sehen. Okay? Kamera Echo, Kamera Pro und Kamera Ultra. Kamera Echo, es ist so visibel, bis 2 Megapixels und natürlich kostet ein bisschen weniger. Okay. Natürlich kommt dabei mit der Konfiguration, die Hauptkonfiguration. Okay. Und wenn wir über Pro-Kamera sprechen, finden wir vielleicht Kameras schon mit 4K zum Beispiel, mit HDPI. Okay, Kameras mit Ultralauflicht. Finden wir auch Kameras mit 8 Megapixels und weiter so. Und wenn wir über Ultrakamera sprechen, ist genauso. Bessere Konfiguration und natürlich teurer als Eco-Kamera. Gut, dann jetzt spreche ich über die IP-Geräte. Okay, IP Lösungen. Das ist genau so. Wir haben Rekorder NNVR in Serie 3000, 6000 und 8000. Die Unterschied ist sehr intuitiv zu sehen. Die Serie 3000 hat weniger Konfiguration als zum Beispiel Serie 8000. Aber das heißt nicht, dass dieser Rekorder nicht gut ist. Nein, es kommt darauf an, wie werden Sie Ihre Installation haben. Und dann können wir mit einem Rekorder arbeiten. Ja, zum Beispiel, wenn wir mit Rekorder Serie 6000 sprechen, in dieses Rekorder Art finden wir schon PoE Ports. Okay, die Rekorder PoE. Das ist vorher gesagt habe. Okay, finden auch Ausgangsalarme und weiter so. Genauso in der Serie 8000. In der Serie 8000 finden wir auch die TrueSense und Gesichtserkennung.
Okay? Das ist ein Algorithmus, sehr gut gemacht. Und ja, wie ich gesagt habe, später mache ich eine kleine Demo und dann sehen wir besser, wie funktioniert TrueSense. Genau so, die IP-Kameras, so, Kamera Echo, Pro und Ultra. Okay? Wir haben Kameras PTZ, okay, wie hier steht, mit Auto-Tracking, moderne FCA, TrueSense dabei auch. Ja. Hier haben wir auch weitere Lösungen in IP-Geräte, genauso wie Zellen- und Aforo-Kamera. Das können wir auch wie PeopleCoin nennen. Kamera PTZ, LPR-Kamera, Panorama-Kameras, Fisch-Augen-Kameras und IP-Thermografie-Kamera. Okay? Das heißt, wir haben Kameras für jede Installation und für jede Projekte. Okay? Gut. Das finde ich sehr interessant, wissen, was ist eine LPR-Kamera. Okay? Eine LPR-Kamera ist für die Kennzeichen erkennen. Okay? Genauso wie hier steht. Oh, sorry. Okay? Und es ist nicht schwierig zu konfigurieren. Es ist einfach. Okay. Hier steht das. Zum Beispiel, wenn wir schon diese Zone erstellen, wenn ein Auto für hier kommt, wir werden dieses kleine, so wie eine kleine Datenbank haben. So, okay. Natürlich ist es auch möglich, zum Beispiel weiße Liste und schwarze Liste erstellen. Okay? Zum Beispiel hier. Die LPR-Kameras sind gut für Zugang zu Parkplätzen, für barrierefreies Zugangsmanagement. Okay? Und ja. Hier habe ich eine sehr kleine Anleitung, so wie man eine richtige Installation machen muss. Okay? Und für diese Kamera zu benutzen, gibt es eine kleine Formel. Und hier habe ich ein kleines Beispiel geschrieben. Okay? Zum Beispiel, wir suchen Distanz. Okay? Ich weiß nicht die Distanz, aber ich möchte die Distanz wissen. Dann hier steht die Formel, okay, L 1,7 mal H. H ist Höhe, okay? Zum Beispiel, diese Formel haben wir schon. Hier, die Höhe weiß ich schon, das ist 3 Meter. Dann die Formel wäre L mal H, das heißt 1,7 mal 3, gleich 5,1 Meter. Okay? Und dann aus dieser Entfernung erkennt die Kamera die Kennzeichen der Fahrzeuge korrekt. Okay? Dann manchmal die Konfiguration ist ganz gut gemacht, aber vielleicht die Installation ist falsch. Deswegen ist es sehr wichtig, eine gute Installation machen. Und die Konfiguration natürlich auch. Ja? Aber die Installation ist die erste Punkte, dass wir machen müssen. Und dann diese Formel müssen wir immer in unserem Kopf haben. Okay? Weil so werden wir nie Probleme haben. Okay? Und ja, das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Aber ja, wie ich gesagt habe, wir haben auch viele Tutorials über dieses Thema. Und ja, es ist nicht schwierig. Okay? Gut.
Kamera, Fisch, Auge. Okay. Diese Kamera arbeitet von 180 panoramischen Blick bis 360 Grad. Okay. Und wir können eine Auflösung bis 4K zu haben. Okay. Und natürlich zum Beispiel mit einer Fischaugenkamera. Wir können arbeiten in, zum Beispiel in einem eine Geschäft mit verschiedenen Fenstern. Zum Beispiel, hier gibt es ein kleines Beispiel. Okay. Ich habe nur eine Fischaugenkamera. Okay, ist nur eins. Aber auf den Live-Ansicht, ich habe vier Fenster. So wie ich vier Kamera installiert werde. Aber ich habe keine vier Kamera, ich habe nur eine Kamera. Und das ist dank dieses System Fischaugenkamera. Okay? Genau so, das ist auch gut zu. Vielleicht, das ist gut zum Beispiel für Geschäfte. Okay? Das ist zu wissen, wie oft die Leute laufen in diese Flur zum Beispiel. Dann ich kann diese Konfiguration auf diese Kamera stellen. Okay? Ja, hier können wir Kameras sparen. Okay? Und ja, hier eine Wärmekartenanalysierung haben. Dann das ist eine gute Kamera und interessant. Ja, für Geschäfte, Büros, Gebäude und etc. Okay. Dann jetzt werden wir über unser TrueSense sprechen. Was ist TrueSense? Wie funktioniert es? Es ist nicht schwierig zu verstehen. Ehrlich sagen, es ist sehr intuitiv und ein sehr gutes Algorithmus. Diese Fortschritte, okay? Jetzt werde ich sprechen über TrueSense, okay? Aber so, Schritt für Schritt, so können wir vielleicht besser dieses Thema verstehen, okay? Aber trotzdem habe ich eine kleine Demo gemacht und gleich sehen wir dieses kleine Demo, okay? Gut, IP 4x1, das heißt, auf diese Kameras, das Ende in AI-Spy, können wir vier wichtige Punkte finden. Small Event, TrueSense, Gesichtserkennung, Personenzählung, Kapazitätskontrolle und Maskenerkennung. Okay? Diese Funktion, die Maskenerkennung, ist ganz gut für diesen Moment, wegen der Covid. Okay, so können wir immer ein Kontroll zu haben, wenn und wann die Menschen Maske tragen. Okay, so können wir in die Aufnahme sehen, welche hat nicht die Mundmaske auf seine Gesicht gemacht. Okay, und dann. Aber wichtig. Das ist mit Maskenerkennung, das ist nur mit Kameras, das Ende in AI-Spy. Okay? Ja, das ist auch sehr wichtig. Pro Kamera kann nur eine der oben definierte. Okay? VCA. Okay? Ressource ausgewählt werden. Das heißt, wenn ich in diese Funktion arbeiten will, Maskenerkennung, ich kann nicht Maskenerkennung und in Small Event arbeiten. Ich muss nur mit eins arbeiten. Okay? Aber ja, wie ich gesagt habe, wir haben viele Tutoriale über dieses Thema und viele Tutoriale für weitere Einstellungen oder Konfiguration auf diese Kamera oder Code zu erstellen. Okay?
here. People Coin Team. Das auch war ganz gut, wenn wir mit Covid angefangen haben, für die Geschäfte, zu wissen, wie viele Leute reinkommen und wie viele Leute reingehen oder so. Das war auch ein gutes System. Okay. Und hier gibt es ein kleines Beispiel, wenn wir mit höherer Präzision arbeiten wollen, dann die Kamera sollte ganz oben sein, okay? Und mit wenig Präzision, dann die Kamera sollte nicht ganz oben sein. Genauso wie in den Bildern Sie sehen können, okay? Auf der linken Seite finden wir eine kleine Tabelle, okay? Mit der Installation Höhe. Das ist nur ein Tipps, das wir Ihnen geben, okay? 2,1 Detektionszone bis 1,2 Meter. Okay? Und genau so für weitere Höheinstallations. Okay? Zum Beispiel hier. Ja. Das ist eine kleine Demo. Okay? So, das ist gemacht. So können wir wissen, wie können wir eine Zone erstellen, okay. Zum Beispiel in der roten Quadrat ist die Zone, wo die Kamera beginnt Zählung. Zum Beispiel, ja. Hier male ich die Zone, okay. Gut. Gut, ja, okay. Das ist in der gelben Linie, ist wo die Kamera eine Detektion haben wird. Okay, zum Beispiel, jetzt die Sonne ist schon gemacht. Ja, gut. Hier die Kamera detektiert nicht diese Personen, weil die Zone ist klein, okay? Und dann ist besser, wenn wir eine Zone malen, besser machen, besser groß als klein, okay? Und dann jetzt mache ich ein bisschen größer. Dann lieber größer die Zone malen als kleiner, als klein, okay? Genau so. Das ist die Richtung, wenn die Personen reingehen. Okay. Ja, wenn jemand für hier läuft, die Kamera zählt diese Person. Und hier können wir zum Beispiel Maximum 20 oder Maximum 100 oder Maximum bis 1000. Menschen ist möglich erstellen. Okay? Das ist die OSD-Menü, wie hier steht. Okay? So können wir wissen, wie viele Leute rein sind, wie viele Leute nicht mehr rein sind, wie viele Leute da sind, wie viele Leute die Kapazität oder weiter so. Okay? Gut. TrueSense-Konfiguration. Auch mit TrueSense-Konfiguration ist sehr, sehr, sehr wichtig, eine richtige Konfiguration zu erstellen. Okay? Hier auf der linken Seite gibt es ein kleines Tipp. Höhe empfehlen wir 3 bis 5 Meter Höhe. Und die Distanz kann bis 40 Meter erkennen. Okay, so wie hier. Dann wir müssen so machen. Okay, ein Mensch sollte hier kommen. Okay, die Maximum stellen wir hier. Okay,
dann malen wir das Minimum hier. Und natürlich malen wir die Zone, die wir schützen wollen. Okay? Diese Birte, die Zone, die ich schützen wollen. Bill. Natürlich, danach ich kann ich aktivieren Audio Warning oder ich auf meine Handy oder auf meine Handy die Benachrichtigung bekommen oder so weiter so, okay? Auch können Sie über E-Mail arbeiten, das ist Ihre Entscheidung. Okay, hier gibt es ein kleines Video. Und so können Sie es sehen, okay? Sigue, ¿no? Ya. Ya es so este le envía dice ese event. Ok. Máximo es here. Und jetzt este le envía die mínimo gross von diese persona. Oh. Okay, hier ist die Bereich, das wir schützen wollen. Und natürlich die Detection. Menschen oder Fersor. Sensitivity. Okay. Das ist sind die Sekunde. Okay, wenn jemand in diese Zone läuft, danach von 4 Sekunden werden wir eine Benachrichtigung auf unser Handy haben. Danach wir müssen auch das aktivieren. Okay. Zum Beispiel. Hier kommt ein Auto, passiert gar nichts, weil wir Oman aktiviert haben. Und jetzt läuft ein Mann und dann der Alarm ist aktiviert. Und jetzt kalibrieren wir mit Auto, mit Instruktion. Und jetzt generiert Alarm. Okay, wenn rot ist, das heißt, die Alarm ist generiert. Wir können auch auf unser Safir Control Center die Notifikation sehen. Okay. Gleich zeige ich, wie Safir Control Center funktioniert. Natürlich hier, wir können aktivieren, wenn er die Studien auf mein Handy bekommen oder so. Okay. Ja. Und hier bekommen wir diese Notifikation. Okay. Das heißt, es ist sehr gut, mit TrueSense arbeiten. Und danach später können wir über Menschen oder Autos suchen. Das ist sehr gut. Okay. Dann, wenn wir mit TrueSense und Bewegungserkennung arbeiten, hier ist eine Standard-Kamera mit Bewegungserkennung-Konfiguration. Okay. Wenn die Baum bewegt, wir werden eine Benachrichtigung auf unser Handy bekommen, wegen dem Baum. Okay? Weil das ist eine Standardkamera. Die Kamera weiß nicht, ob ein Mensch oder Objekt oder Baum oder Auto ist. Okay? Mit einer TrueSense-Kamera, die Baum bewegt und wir werden keine Alarm auf unser Handy bekommen. Weil TrueSense weiß, erkennt, wann eine Baum, Objekt, Menschen oder Auto sind. Deswegen, dank TrueSense, haben wir die falsche Alarme massiv reduziert.
Das ist genau so. Bewegungserkennung, Klassifikation Menschen und Fahrzeugen. Hier können wir aktivieren oder Menschen oder Autos und so. Okay. Es ist auch möglich, diese Installation über Web-Interface arbeiten oder direkt mit Monitor und Recorder arbeiten. Okay. Für mich ist es bequem, das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung, über Web-Interface. Ich glaube, es ist einfacher und ja, für mich. Für mich. Hier, die Kamera ist auf einen Recorder hinzugefügt und dann direkt vom Recorder können wir Suchen machen, zum Beispiel Autos suchen oder Menschen suchen. Okay? Hier steht nur Wagen, Autos, und hier steht nur Menschen. Okay? Und dieselbe Ziel suchen können wir auf unser Safari Control Center Software machen. Okay? Hier klicken wir oder in Menschen oder in Autos. Und dann suchen die Event, das wir wollen finden. Okay? Okay, hier. AI ist bei Kameras Maskenerkennung. Das ist, was ich vorher gesagt habe. Okay? Das ist möglich nur mit Kamera, das Ende in AI Spy. Okay? Das ist nur eine Kamera. Hier ist eine Kamera plus ein Recorder. Okay? Wir suchen hier. Hier steht zum Beispiel, das ist ein Mann, jung, mit Glas. Mit Gläser. Mit Gläser Brille. Und unhappy. Okay? Und weiter so mit anderen Personen, das hier auf dem Bild steht. Und natürlich auf unser Safari Control Center Software können wir weitere Informationen haben. Genauso wie hier. Hier zum Beispiel. Face ist jung. Mann, Glasbrille nicht, Maske nein, ist richtig, dann die Drohne funktioniert ganz gut. Okay? Ich werde gleich eine kleine Demonstration machen. Okay, hier. Die Gesichtserkennung mit Kompatibilität mit Recorders. Okay? Wie können wir das kombinieren? Okay. Hier. Wenn wir mit AI-2-IP-Kamera plus NVR-Standard arbeiten, können wir Gesichtserfassung-Alarm erstellen. Und wenn wir mit Standard-IP-Kamera plus NVR-Face-Series werden wir Gesichtserkennung auf der Hälfte der Recorder-Kanäle haben. Okay? Das heißt, für 32 Kanäle, okay, in 16 Face, in dieser Recorder, die Gesichtserkennung ist möglich nur auf 8 Kanäle. Okay? Mit AI-2-IP-Kamera plus ein Recorder Face-Series Gesichtserkennung auf allen Recorder-Kanälen, okay? Okay, das heißt, die beste Kombination würde eine Kamera AI-2 mit Recorder mit Face Series. Okay, das würde die beste Kombination. Aber trotzdem können Sie mit anderen, so wie hier, Standard IP-Kamera mit Recorder Face Series arbeiten. Okay, es ist auch möglich. Okay, auch es ist auch möglich in Analogie-Geräte, zum Beispiel mit Recorder mit Face Series,
mit einer Standard-Analogy-Kamera arbeiten. Okay? Und wir können, diese Kamera vielleicht ist nicht, hat nicht diese Technologie von Gesichtserkennung, aber der Recorder ja. Dann wir können diese Installation auf die Kamera stellen. Okay? Aber ich sage ich Ihnen eine kleine Demo über dieses Thema. Gut. Dann jetzt spreche ich über Saphir-Plattformen. Okay? Außer Sie jetzt Fragen haben. Wenn Sie jetzt Fragen haben, können Sie Ihre Fragen über Chat erstellen und dann lesen wir Ihre Fragen. Okay? Haben wir Fragen? Momentan noch nicht. Gut. Dann weiter. Okay, das ist die letzte Punkt in dieser Präsentation. Und dann können wir vielleicht eine Pause von 15 Minuten machen und dann weiter mit der kleinen Demo. Okay? In der kleinen Demo wird nicht sehr lange sein, vielleicht 30 Minuten oder so. Weil ich verstehe, dass Sie und wir weiter unsere Arbeit machen müssen. Deswegen. Aber trotzdem, vielleicht in 15 Minuten können wir schon fertig mit dieser Präsentation sein und dann können wir die Pause machen. Okay? Wenn für euch das in Ordnung ist. Gut. Dann keine Frage, ja? Momentan keine Fragen. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie einfach auf den Chat. Genau. Oder gut. In dem Fragenbereich, ja. Gut. Dann weiter. Saphir-Plattform, okay? Wie ich gesagt habe, und Sie kennen schon unser Software Saphir Control Center. Es ist sagen, das ist ein top Software und gratis und wir können viele Einstellungen und Konfigurationen von dieser Software aus erstellen. Okay? Aber gleich erkläre ich mehr über dieses Thema. P2P, App, unsere App Saphir Connect, Sie kennen schon, und eine einfache App AC View. Okay? Mit dieser einfachen App, AC View, wie sein Name sagt, das ist nur einfacher, das ist nur zu sehen und die Aufnahmen sehen. Die Live-Ansicht haben und die Aufnahmen sehen, fertig, nicht mehr. Nicht für Konfiguration von dieser App aus machen, okay? Es ist nicht möglich. Diese App ist nur zu schauen, nichts mehr. Okay? Und natürlich haben wir Softwares nach Kundenspezifikation. Okay? Aber vielleicht für diese Software, die Kunde muss etwas bezahlen. Okay? Diese Software ist nicht gratis. Aber trotzdem, es ist möglich. Okay? Weil manchmal vielleicht gibt es einen Kunde, das hat ein großes Projekt oder ein besonderes Projekt und er möchte genau eine Software nur für ihn, nur für sein Projekt haben. Dann wir können auch das machen, okay? Okay. Ja, hier ist, wo wir die Ereigniskontrolle haben. Dann, hier, Software Saphir Control Center. Das ist für unsere Ereigniskontrolle. Wir können hier erhalten alle unsere Benachrichtigungen von unseren Geräten haben. Okay. Und unsere App Saphir Connect. Okay. Das können wir mit Benutzerkonto anmelden, natürlich, oder wie Besuchermodus. Okay. Das heißt, es ist nicht nötig, eine Konto in diese Saphir Connect haben. Aber besser wenn Sie eine Konto haben. Ich glaube, es ist besser. Als Besuchermodus arbeiten. Meine Meinung. Okay. Wie fügen wir auf unserer App ein Gerät hinzu? Okay. Wie fügen wir ein Gerät auf unserer App hinzu? Ich werde eine Demo machen auch. Okay. Aber ich erkläre hier auch. Auf der Plus-Himmel, wir können auf QR-Code scannen oder manuelles
Seriennummer schreiben und weiter so. Okay? Aber ich werde das, gleich mache ich das. Okay, genau so, über QR, manuell oder Gerät in selbes Netzwerk suchen. Okay? Ah ja, natürlich. Die Benutzer und das Passwort von dem Gerät ist nötig für eine öffentliche Einzufügung. Okay, wie können wir das Gerät freigeben? Okay, das heißt, wie können wir unser Gerät mit anderen Personen teilen? Auf diese kleine Symbol. Okay, können wir mit anderen Benutzern teilen. Hier auch haben wir ein kleines Video. Wie funktioniert das? Okay. Das ist direkt von Rekorder und Monitor. Das ist zum Beispiel, wenn wir ganz neu einen Rekorder haben. Okay? Das ist eine kleine Simulation. Natürlich erstellen wir das Passwort, weiter so, Benutzer. Die Timezone und so. Immer ist besser mit Fest-IP-Adresse arbeiten, okay, als DHCP. Das ist ein Tipp. Okay, und dann hier können wir Zephyr AC Connect aktivieren. Okay. Und dann über dieses QR-Code können wir scannen von unser Handy aus. Wir können melden. Ja. Ja. So, deswegen diese P2P-Verbindung ist sehr, sehr sicher, weil kann nicht alle in ihre Konten anmelden. Man braucht eine besondere Code, dass diese Applikation schickt auf ihre persönliche E-Mail. Dann ist es sehr sicher. Okay. Und wir können auf die Webseite mit anderen Personen teilen. Okay. Hier auf dieses kleine Symbol können wir teilen. Zum Beispiel hier schreibe ich eine E-Mail von meinem Bruder, zum Beispiel, wenn ich teilen mit ihm möchte. Und dann hier wähle ich die Gerät, das ich mit ihm teilen will. Wähle ich aus. Ja, genau, hier, man muss es akzeptieren. Geben Sie das Passwort und dann die andere Person wird dieses Gerät auf ihrem Handy haben. Okay? Wir entscheiden, welches Gerät mit Ihnen teilen wollen. Okay? Okay, auch heutzutage ist etwas sehr gut. Wir können ein Zephyr-Gerät von einem anderen Konto trennen. Okay? Das heißt, zum Beispiel, wenn mein Kunde hat sein Passwort vergessen und ich möchte dieses Rekorder oder Kamera auf meine App hinzufügen, aber er weiß nicht mehr das Passwort von seinem E-Mail oder so, dann ich kann direkt von hier trennen diese Verbindung zwischen ihm mit diesem Rekorder. Okay, das ist auch interessant wegen das Passwort, weil viele Kunden manchmal das Passwort vergessen. Okay, können wir auch von Zephyr Connect aus suchen
in den Aufnahmen. Okay? Wir auf unser Handy werden wir unsere normale Wiedergabe oder Wiedergabe pro Event. Einfache App, ACView, wie ich gesagt habe, ist nur zuschauen, nicht mehr. Von hier aus können wir nicht weitere Konfiguration auf die Kamera oder Rekorde machen. Nee, das ist nur schauen, nur die Live-Ansicht haben und die Aufnahmen sehen. Fertig. Einfache Konfiguration. Genau so. Ah ja, das ist auf Spanisch. Ja, das ist Live-Ansicht, Aufnahme. Können wir in Zoom und PTZ arbeiten. Und ja, im Favorit-Kanal können wir auch erstellen und weiter so. Okay. Wie hier steht, das sind die Schritte zu folgen. Es ist nicht schwierig. Okay. Und auch etwas interessant mit dieser ACView App ist möglich oder ist kompatibel mit anderen Herstellern in der CCTV-Industrie. Okay? Wenn ich nicht falsch bin, ich glaube, es ist kompatibel mit Univue und vielleicht mit anderen Herstellern auch. Aber ich weiß nicht 100%, okay? Aber es ist kompatibel mit anderen Herstellern. Sie können es später schauen oder so. Okay, hier ist die Software nach Kundenspezifikation. Okay, das ist auch möglich. Aber diese Software ist nicht gratis, wie sehr viel Control Center. Hören Sie mich gut? Jetzt? Hören Sie mich besser? Ja? Gut. Ja, das ist Sapphire Link, heißt so, diese Software. Und diese Software ist nach Kundenspezifikation. Okay, wir haben eine Entwicklungsabteilung. Okay, wir prüfen Ihr Projekt, wenn Sie ein großes Projekt haben, zum Beispiel. Und wir können diese Software für euch oder für Sie machen. Okay? Sie können bei uns über dieses Thema ganz ruhig sprechen und dann suchen wir die beste Lösung machen. Okay? Und hier, Personalisierungsservice. Sapphire ist Ihre Marke und Ihre Marke ist Sapphire. Hier können wir unsere Marke personalisieren. Das heißt, können wir in Rekorde und die Kameras eine Personalisierung machen. Wir können in der Firmware, zum Beispiel, dass immer steht Sapphire, okay? In der Webseite auch, dass hier in der linken Seite steht Sapphire. Oder wir können auch in der kleinen Schild Sapphire oder weiter so. Aber über dieses Thema, Sie können bei uns oder mit unserer Verkaufsabteilung sprechen und Sie können euch sehr gerne weiterhelfen, okay? Über dieses Thema. Aber ist es möglich? Gut. Gut. Dann, bis jetzt diese Präsentation ist fertig. Okay, hallo? Hören Sie mich gut? Gut. Dann jetzt, bis ich gesagt habe, können wir über Sapphire Control Center sprechen, um ein bisschen mehr zu wissen. Okay? Okay, das ist eine Software sehr intuitiv. Okay? Und ich habe hier schon eine Kamera und einen Rekorder hinzugefügt. Okay? Aber für diesen Schritt machen, würde es so sein. Normalerweise, klicken hier auf Online-Geräte. Okay? Und hier steht alle die Online-Geräte, die wir in unserer Next-Ware haben. Okay? Dann zum Beispiel, normalerweise, wenn ein Produkt ganz neu ist, immer kommt in Ignatif. Okay? Dann wir sollten Aktivierung, eine Passwort geben und so. Und eine Fest-IP-Adresse auch schreiben. Und dann später können wir auf Hinzufügen klicken. Und dann wird dieses Gerät in online
steht, genauso wie hier. Okay? Gut. Gut, ja. Zum Beispiel, mit dieses Gerät, zum Beispiel, Moment, hier. Okay, ich werde ein bisschen in Ordnung sprechen, okay? Erstens mit Analogy-Gerät. In diesem Fall spreche ich über eine XVR-Recode-Face, okay? Auf dieses Recode hatte ich eine Analogy-Kamera, Standard-Analogy-Kamera, und ich konnte die Einstellung True Sense oder die Einstellung Gesichtserkennung auf die Kamera erstellen. Trotzdem, die Kamera hat nicht diese Funktion. Okay? Aber es ist möglich, nur in einem Kanal diese Konfiguration erstellen. Okay? Gut. Auf die Recorde NVR 8 Face. Das ich vorher gesagt habe, das ist die beste Kombination mit einer Kamera AI-Spy. Okay? So können wir weitere Konfiguration auf dieses Gerät erstellen. Auf die Recorder NVR 16 Poe 4K, okay? Das ist ein Poe-Recorder, wir können, wie ich gesagt habe, eine Kamera direkt an die Recorder anschließen und die Kamera wir Kommunikation und Strom in der gleichen Zeit haben. Okay? Gut. Und das ist eine normale AI-Spy-Kamera. Okay? Gut. Für die Konfiguration, für jedes Gerät zugreifen, ist einfach. Ist hier direkt auf dieses kleine Symbol in Remote-Konfiguration klicken und in Grundeinstellungen klicken auch, okay? Und dann sollte es so sein. Gut. Hey. Gut, okay. Das ist die Konfiguration von die Power Recorder, okay? Ich werde euch ein kleines Tipp geben. Okay. Ich habe hier eine Kamera hinzugefügt auf der Recorder. Okay. Wie hier steht, das ist eine Kamera, die ich in meinem Nextware finden kann. Okay. Und diese IP-Adressennummer sind dieselbe IP-Adressennummer, sind die interne IP-Adressennummer von der Recorder. Okay. Das heißt, wenn eine Kamera direkt an den Recorder anschließen, der Recorder gibt die Kamera seine interne IP-Adresse, genau wie hier steht. Okay? Wenn wir das schauen, alle die Kanäle haben dieselbe IP-Adresse. Aber trotzdem es ist es auch möglich, eine IP-Kamera mit anderen IP-Adresse auf den Recorder hinzufügen. Okay? Aber jetzt, die Tipp, die ich Ihnen sagen werde, ist die nächste. Auf dem Nextware, in Advanced, hier in Odell. Moment. Ich finde es nicht hier. Es ist hier sehr klein, ne? Besser. Dieselbe Einstellung von hier ist genau auf Interface Web, okay? Ich öffne direkt auf Interface Web, weil von Safari Control Center sind wir sehr klein, die Fenster ist sehr klein. Dann besser machen so, können so es besser sehen. Gut. Wo ist das? Hallo, hier. Zum Beispiel hier schreibe ich die IP-Adresse von der Poe-Recorder. Es 130. Dieses. Okay.
Diese Konfiguration, über Web Interface, ist genau dieselbe Konfiguration, wenn wir auf Safi Control Center remote auf Safi Control Center öffnen. Okay? Ist dieselbe Interface. Aber hier sehen wir das größer. In diesem Fall. Normalerweise, wenn Sie mit Ihrem Laptop oder Ihrem Rechner sehen, das sollte ganz gut aussehen. Ja. Bis gesagt, have. Hier sind die IP-Adressenummer. Okay. Das ist die interne IP-Adressenummer von der Rekode. Und das ist die IP-Adressenummer von einer Kamera von meinem Nextbear. Das ist vorher auf der sie Rekorde hinzugefügt habe. Okay. Und jetzt für das. Ah, ich habe es auf Spanisch. Moment, ich werde das, die Sprache wechseln. So können wir das besser. Moment, wechseln wir die Sprache. Täuscht. Gut, okay. Und das ist eine Tipp, sehr, sehr, sehr interessant. Zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, ich sage ein Beispiel, okay. Wir haben schon, ich weiß nicht, bis 14 Kamera auf den Rekorder angeschlossen, okay? Über PoE, das heißt über UTP-Kabel, okay? Und später ich muss in jede Kamera eine neue Firmware hochladen, okay? Dann normalerweise ich muss in die Kamera vielleicht in eine Router oder in Switch anschließen und nicht mehr in Rekorde und so kann ich in diese Kamera, in seine Einstellungen zugreifen und dieses Firmware hochladen, okay? Aber wenn wir, wenn wir direkt klicken auf virtuellen Host, wenn wir aktivieren virtuelles Host, es ist nicht mehr nötig. Das heißt, wir können direkt von der Rekorde aus in jede Kamera zugreifen. Zum Beispiel so. Ich muss nicht diese IP-Adressennummer in andere Fenster öffnen und in die Kamera zugreifen. Es ist nicht nötig, weil ich kann direkt von hier klicken und die Kamera, und die Rekorde verbinden direkt mit der Kamera. Direkt. Und ich kann hier pues, natürlich das eine Firmware hochladen oder so. Und jetzt mit einer Kamera, das direkt an den Rekorder über UTP-Kabel angeschlossen ist, hier, wenn Sie sehen können, hier ist eine andere IP-Adresse. Ist überhaupt nicht gleich wie die IP-Adresse-Nummer, das oben das hier steht. Ist eine andere IP-Adresse, ganz anders. Das ist die interne IP-Adresse von der Rekorde. Normalerweise sollte nicht funktionieren, weil wenn ich zum Beispiel, wenn ich hier schreibe, wenn ich so klicke, ich kann nicht in die Kamera zugreifen, weil die Kamera ist nicht diese IP-Adresse ist nicht in meine Bereich Nextbear. Aber wenn ich klicke auf dieses Link, virtuelles Links, die Kamera verbindet mit dieses, die Rekorde verbindet mit dieses Kamera. Zum Beispiel so. Admin. Okay. Aber diese Konfiguration ist möglich mit PoE Rekorde. Okay? Und wir sehen in diese Kamera. Und wenn wir diese Ansicht sehen, zum Beispiel, wenn wir hier kommen,
ist dieselbe Ansicht. Sehen Sie? Okay? Es ist ein kleines Tipp über Power Recorder. Okay? Und dann die weitere Konfiguration, Sie wissen schon es oder wie ich immer sage, immer ist besser ein bisschen spielen und so ist die beste Lösung zu lernen. Okay? Gut. Dann jetzt. Ich habe schon sehr viel Control Center und ich habe schon ein paar Einstellungen auf die Kameras gemacht und jetzt möchte ich gerne die Ereignis zu sehen. Okay? Dann ich komme hier und wo steht Ereignis Center, klicke ich auf dieses Symbol und ich werde hier dieses Ereignis sehen, zum Beispiel hier. Okay. Zum Beispiel in dieses Ereignis ist, machen ein bisschen größer, eine übereinstimmendes Gesicht. Okay. Und hier steht die Details von dieses Event, das generiert ist. Okay. Eine alte Person, so, ohne Brillenträger, kein, okay, Mutmaske, doch, ja, mit und weiter so, okay. Und das ist in meiner Bibliothek satt, okay, weil ich habe schon vorher eine Bibliothek gemacht, eine Datenbank mit satt geschrieben und er hier steht sein Name. Okay? Okay. Zum Beispiel. Und so für mehr weiteres Ergebnis. Zum Beispiel mit dieses Rekorde. Okay, zum Beispiel hier. Diese Rekorde ist eine Analogie-Rekorde. Face. Okay? Und dieser Rekorder hat keine I2-Kamera drüber. Aber trotzdem, ich kann diese Konfiguration erstellen, die Linienüberquerung. Okay? Und dann können wir das sehen. Wo ist das? Oh, gerade habe ich gesehen. Jetzt in jedem Moment generiert neuen. Ah, hier steht, ja? Und dann hier. Zum Beispiel, hier können wir in schnell Wiedergabe klicken. Nein, hier ist nicht. Nein, wo ist. Hier steht, hier die Kamera hat ein Bild gemacht von dieser Person. Ich habe hier diese Linienüberquerungsdetektion gemacht. Hier. Und dann diese Person ist über diese Linien drüber gelaufen. Und dann deswegen bekomme ich dieses Bild. Okay? Genau so vielleicht, jetzt nicht, aber wenn eine Person jetzt für hier gelaufen wäre, können wir anderes Bild sowie einen Alarm bekommen. Okay? Gut, das ist für eine Zeit. Und dann jetzt. Und so mit weiteren Geräten, die wir früher hinzugefügt haben. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich die Wiedergaben sehen möchte, ich kann natürlich so normales Wiedergabe, normales. Zum Beispiel. Hier, das ist normales Wiedergabe, 24 Stunden die Aufnahme machen und weiter so. Aber es ist möglich, die Ereignis Wiedergabe suchen.
Das heißt, zum Beispiel auf diese Rekorde, ich weiß, Ereignistipp, dann ich muss das auswählen in VCA. Ich kann nicht eine Gesichtserkennung klicken, weil ich weiß, dass auf diese Rekorde, in diese analoge Kamera, ich habe nicht diese Gesichtserkennung konfiguriert. Okay, wir können das probieren. Sicherheitshalt, falsch. Wiedergabe, Fehler. Ja? Weil ich nicht diese Konfiguration gemacht habe. Aber ich habe diese Konfiguration gemacht. Linen Überquerung Detection habe ich gemacht. Und dann sollten wir das haben. Okay? Hier. Hier ist ich, hier bin ich. Okay, und dann jetzt generiert eine Alarm, wenn ich über diese Linie laufe. Okay? Und ja, so können wir in Wiedergabe verschiedene Events suchen. Okay, wir können das suchen. Auch genau so können wir vielleicht in wo ist das? Okay. Gut. Dann jetzt in Face, in diesem Rekorde. Ich weiß, dass ich habe hier in diesem Rekorde, ich habe eine AI-Spy-Kamera hinzugefügt. Okay, und wenn ich nicht falsch erinnere, in diesem Rekorde habe ich eine Gesichtserkennung-Konfiguration gemacht. Ja, wie hier. Zum Beispiel, wie hier Sie sehen können, dass ich nicht durch die Aufnahme, hier die Aufnahme ist generiert wegen dem Event. Okay. Zum Beispiel hier, wenn eine Person kommt, hier die Kamera detektiert in diesem Moment und diese Event generiert ist. Okay. Auch etwas sehr interessant ist auf Daten in Datenbank, in unser Datenabruf. Zum Beispiel hier im Gesicht. Ich weiß, dass in diesem Rekorde eine AI-Spy-Kamera mit dieser Funktion hinzugefügt habe. Und dann kann ich hier suchen. Zum Beispiel hier steht. Natürlich in meine Bibliothek, das ich vorher gemacht habe. Okay? Zum Beispiel hier steht alles. Mann, Jung, keine Brillenträger, lachen ja, mit Mutmaske ja und weiter so. Und ich kann auch hier zum Beispiel, suche nach Ergebnistipp, zum Beispiel keine besseren Vergleiche von Gesichtsbildern, okay? Nicht mehr, vielleicht nur 100. So. Okay. Zum Beispiel hier, ich habe eine 96%. Das ist die Ähnlichkeit mit dieser Person. Und hier steht auf der rechten Seite alle die Details von dieser Person. Okay? Genau so wie hier. Und hier steht alter Mann, keine Brillenträger und weiter so. Gut, auch. Können wir vielleicht Personenname, zum Beispiel Personenname, Roque. Suchen Roque. Ah. Personenname, Roque. Suchen Roque, hier. Keine, weil ich war nicht heute der Moment. Machen zum Beispiel von Vesta. Ja, das,
Ja, hier finden wir nicht Roque, weil diese Konfiguration auf dieses Kamera habe ich nicht gemacht. Dann deswegen, ich habe nur Gesichtserkennung über dieses Gesichtserkennung suchen. Okay? Genau hier alt, ich kann jung oder alter Mann oder so. Im Geschlecht, ich kann männlich oder weiblich suchen auch. Okay? Zum Beispiel hier. Und hier steht die Frauen, dass wir gestern oder vorgestern in unser Büro hatten. Okay? Und genau so wie hier. Wir können auch hier in Menschen Körperabruf, vielleicht hier auf dieses Rekorde, können wir auch suchen. Alle. Okay? In dieses Rekorde, warum? Weil ich auf diese Rekorde, ich habe diese Konfiguration Linien über Querung gemacht. Und dann deswegen kann ich über dieses Messingkörperruf suchen. Okay, genau so. Er. Und diese bin ich von heute Morgen. Okay, genau so. Und die Linien Überquerung war hier, steht hier. Okay. In diesem Fall, ich kann nicht Fahrzeug aufrufen, weil ich habe nicht diese Konfiguration gemacht. Aber wenn Sie das machen, Sie sollten hier klicken und vielleicht, wo die Kamera oder wo die, welche Rekorde Sie benutzt haben, Sie sollten das klicken und dann suchen zum Beispiel. In meinem Fall nicht, weil ich habe nicht diese Konfiguration gemacht. Okay? Aber es so sein würde. Okay? Genau wie hier, zum Beispiel mit dieser Kamera. Und weiter so. Aber hier. Ja. Und auf dieses Verhaltensanalyse ist wegen dieser Konfiguration, die ich gemacht habe. Okay? Es ist eine Analysierung in diesem Moment, in diesem Event. Okay? Und genau so für mehrere Optionen, die wir haben. Auf Safari Control Center wir können auch mit Subtris Control arbeiten. Okay? Und für diese Subtitle-Control würde in dieses Apartat sein, okay? Mit Kamera und so nicht, okay? Aber für Subtitle-Control würde alles hier in Subtitle-Kontrolle sein, okay? Können wir auch eine Mappe hochladen, okay? Zum Beispiel, ich habe hier gestern gemacht. Einfach habe ich eine Mappe im Internet gesucht, und, aber das ist ein Beispiel, okay? Und dann Sie können vielleicht mit Ihrem Büro oder etwas, Sie können eine Planen auf dieses Safari Control Center hochladen. Zum Beispiel hier die Kamera 1. Ich mache hier Play. Ah, Funde. Sorry, okay, das ist in eine Kamera 5. Das ist in meinem Arbeitsplatz, okay? Aber ich habe hier so simuliert, wie das eine echte Büro sein würde. Aber ja, das ist nur zu sagen. Zum Beispiel Kamera 1. Wo ist die Kamera 1? Hier ist die Kamera 1. Das ist hier. Das ist diese Konfiguration über Linien über Querung gemacht habe. Okay. Das ist nicht in echt. O sea, diese Zimmer sieht nicht genau wie dieses Zimmer aus. Okay. Das ist nur ein Beispiel. Aber wir können das machen, wenn Sie es möchten. Okay. Deswegen habe ich diese Beispiel gemacht. Kamera 2. Ich klicke hier, zum Beispiel, ich weiß nicht, das ist Wohnzimmer, zum Beispiel. Und dann können Sie die Wohnzimmer schauen. Okay? Und genau so für jede Zimmer. Auch ist sehr einfach, sehr intuitiv, ist nicht schwierig. Okay? Sie sollten vielleicht, ich weiß nicht, von hier. Okay, ich habe nur eine Kamera hier. Für eine Mappe auf Safari Control Center hochladen, wie ist das?
So, ist hier. Klicken auf Karte hinzufügen. Klicke ich hier und dann hier suche ich eine Karte. Zum Beispiel hier habe ich das gestern hier runtergeladen. Zum Beispiel da. Und dann ist dieselbe Zimmer, dieselbe Plane, das ich die andere in dieser Code gemacht habe. Und das ist einfach nur so. Kamera, zum Beispiel hier. Ja. Und dann jetzt. Es sollte hier sein, ungefähr. Und fertig. Und dann jetzt, wenn wir kommen hier, klicken, und dann haben wir diese Ansicht. Okay? Das ist auch sehr interessant. Wie ich gesagt habe, mit diesem Saphir Control Center Software können wir viele Konfigurationen erstellen. Und etwas gut ist, dass diese Software ist gratis. Kostenlos und hat viele Konfigurationen, viele Einstellungen zu machen und zu lernen. Das ist sehr, sehr interessant, wie ich gesagt habe. Ist nicht schwierig, ist sehr intuitiv, alles ist sehr intuitiv. Online-Gerät, Sie suchen, Gruppe. Hier können wir eine Gruppe machen oder löschen oder weiter so. Oder import oder so. Okay? Zum Beispiel in Kamera, ich habe nur eine Kamera, okay? Aber ich möchte gerne in Kamera, das ist eine Simulation nur. oder nehmen, machen eine neue, zum Beispiel. Test. So wird eine Gruppe sein. Das für die Gruppe ist gut, wenn wir eine Karte auf unser Saphir Control Center hochladen wollen. Okay, zum Beispiel, ich mache hier einen Test, einen Import. Dann hier wähle ich die Geräte aus, dass ich in diese Gruppe Test machen wolle. Ich will, sorry. Okay, zum Beispiel hier, ich will gerne in der Testgruppe diese XVR-Rekorde haben und dieses Power-Rekorde auch haben. Ja. Und dann auf diese Gruppe in Test werde ich das haben. Okay? Aber ich gesagt habe, das war nur ein Test. Ist nicht schwierig. Ist nicht schwierig. Wir können das testen, Sie können das testen und schauen. Und natürlich, wenn Sie weitere Fragen haben, Sie können bei uns kontaktieren und ich kann Ihnen helfen, weiterhelfen. Okay? Gut, was noch? Hier, zum Beispiel. Sie. No, hier nicht. Die Bibliothek, ich möchte gerne euch die Bibliothek von meinem Rekorde zeigen. So sind sie. Konfiguration. Und das ist Bibliothek SAT. Ja? Können Sie Ihre Bibliothek erstellen. Zum Beispiel bei mir, für jede Person habe ich ein Bild gemacht und so ist ein Name gesetzt. Okay? Deswegen, Gumiel war in ein Event vom Saphir Control Center gefunden. Okay? Und so ist das, so ist es. Ist nicht schwierig. Okay? Und dann, wir sollten hier auf Gesichtsvergleich aktivieren. Zum Beispiel. Okay? Mit dieser Kamera, die Kamera Nummer 1, oder die Kamera, dass Sie diese Einstellungen machen wollen, Sie sollten das auswählen. Und dann hier
Übersehentus, Benerichtungen, schicken oder so. Okay. Und hier ist in der Bibliothek und SAT. Okay. Gut, dann jetzt sage ich, wie können wir ein Gerät auf unser Safir Control, auf unser Safir Connect App machen? Wie können wir es machen? Ich werde jetzt meine Handy teilen. Gut, jetzt. Das ist einfach wie in Plus klicken, okay? Und hier können wir über QR-Code scannen oder manuell hinzufügen. Oder natürlich in Online-Gerät suchen. Das ist in die Geräte, das in unser Nextware sind. Dann können wir direkt hinzufügen. Aber die beste Option ist über P2P, über QR-Code oder manuell hinzufügen. Ich lebe immer über manuell hinzufügen, die Seriennummer schreiben. Okay, ich. Können Sie auch über IP-Adresse-Nummer, zum Beispiel hier, hier in Adresse schreiben wir die IP-Adresse-Nummer, vielleicht von der Rekorde oder Kamera, Benutzer, Name und Passwort. Und dann fügen wir dieses Gerät auf unser Handy hinzu. Zum Beispiel. Okay. Das würde so sein. Es ist nicht, es wäre ein Moment, zum Beispiel. Manuell hinzufügen, Seriennummer. Ich würde hier die Seriennummer von der Rekorde schreiben und weiter so. Und dann speichern, next und fertig. Und dann werde ich in die Benerichtungen alle die Events bekommen, zum Beispiel hier Gesicht, Bild, Vergleich, Alarm. Das ist von gestern, glaube ich. Okay. Oder so bis hier. Okay. Diese Events. Und weiter so mit all den Einstellungen, die wir auf unserer Kamera oder Rekorde erstellen. Okay. Das ist. Ja, das ist alles, es ist nicht schwierig, wie ich gesagt habe. Und ja, besser bitte immer arbeiten mit Fest IP-Adresse-Nummer. Und ja, wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie über Chat jetzt erstellen. Und wir antworten das. Okay. Ich glaube, bis jetzt können wir diese Schulung fertig machen, weil ich glaube, wir haben schon die Grundlage, ein bisschen Rekorde, Analogie-Rekorde, AP-Rekorde, Kameras, die Trusens, was ist eine VCA. Ich glaube, gibt es gutes Material zu lernen und zu weiterer Projekt zu machen. Okay? Wie ich gesagt habe, wir haben viele Tutoriale für jede Installation, für jede Konfiguration auf unserer Website verfügbar. Okay? Und trotzdem, Sie können an uns immer kontaktieren. Und ich bin der Techniker für Support, ich versuche immer die beste Lösung für euch zu finden und dann für mich sehr gerne euch weiterhelfen. Okay? Dann gut, haben Sie Fragen oder enden wir diese Schulung? Momentan keine Fragen. Dann können wir diese Schulung schon enden. Ich danke mich. Danke für Ihre Zeit. Da, wie ich gesagt habe, für mich sehr gerne mit euch immer arbeiten und ja, wir bleiben in Kontakt. Schönen Tag noch und bis bald. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Wenn Sie mehr über unsere Sicherheitsprodukte erfahren möchten, abonnieren Sie den VisiTech-Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigung, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.